Hallihallo, willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Letztes Mal sind wir als Paul Prospero in ein kleines abgelegenes Tal gefahren, in dem ein kleiner Junge verschwunden ist. Und wir sind auf der Suche nach diesem kleinen Jungen, der Ethan Carter heißt. Und haben da letztes Mal schon die Vergangenheit aufgedeckt, oder zumindest einen Teil der Vergangenheit mit einem Mord und so. Ich wollte ja nicht woanders noch hingehen. Ah, ist okay. Ich glaube, ich habe jetzt drüben etwas verpasst oder so, aber da der Stein gelegen ist, ist es nämlich noch kurz in den Wald reingegangen. Was sind das für Geräusche? Noch wie letztes Mal natürlich meine Empfehlung, hier entweder sehr gute Kopfhörer oder eine sehr gute Soundanlage zu verwenden. Auch wenn ihr dann meine Stimme noch lauter hört. Wo gehe ich hier eigentlich hin? Geräusche sind ziemlich creepy. Hey, was ist das hier? Ist das eine Ampel? Ah, okay. Vielleicht von unten nach oben? Cool. Was ist da los? Wer ist das? Ich will dann nicht in den Weltraum. Steht da? Ja, ich fürchte, Paul Prospero sollte nicht zu viel LSD nehmen.
Ich bin etwas überfordert mit der Situation gerade. Da sind wir jetzt im Weltraum mit vielen solchen anderen Kapseln. Und wir machen was genau? Oh, ich kann in dieser Kapsel herumgleiten auch. Das ist ja cool. Aber. Okay. Oh. Was ist das? Hey, cool. Fangzähne. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen wie die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer immer noch brannte. Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau, ein helles und reines Blau, das das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren. Deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Das Licht blieb schließlich auf einer Waldlichtung stehen. Die Bestie betrat den Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu, zeigten wie Nadeln auf sie, doch die Baumwipfel neigten sich und gruben in den Boden. Die Stämme und Wurzeln wurden in die Luft gehoben und wie Mauern um die Bestie geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass sie ihre Fangzähne nie wieder benutzen würde. Okay. Das Lustige ist, dass das genau der Text ist, der hier steht, natürlich in Deutsch und hier steht er auf Englisch. Aber das Interessante daran ist, dass es eben auf dem Zettel selbst auch noch Sachen gibt, die durchgestrichen sind. Speziell hier in der Mitte einen ganzen Satz oder so. Ich hoffe, wir müssen das nicht irgendwie in einem Rätsel verwenden. Okay. Get out of my room, Travis! Stories, stories, always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Oh. Wir sind wieder da, oder wie? Das ist, glaube ich, der gleiche Text jetzt. Ja. Genau, also das ist der gleiche Text. Oh, aber das ist etwas Neues. Abstruse Tales. Yellow Hills of Mars. By Douglas Spalding. Science Fiction. Das ist das Cover eines Science Fiction Magazins aus den 30ern, 20ern? Sowas in der Richtung. Und irgendjemand hat das nicht so gefallen, der hat gleich mal Gaylord draufgeschrieben. Das Lustige daran ist, dass Gay früher eigentlich oder ursprünglich die Bezeichnung für jemanden war, der fröhlich ist. Und Gaylord war eigentlich jemand, der. Die Bezeichnung gab es im Mittel- oder im Hochmittelalter schon. Und bezeichnete Leute, die mächtig und fröhlich waren. Das Ganze hat sich dann geändert mit der Umwidmung dieses Wortes auf die Bedeutung für Homosexualität. Aber das ist eine andere Geschichte und passt wohl nicht wirklich so hier, ja? Die Frage ist nur, was ist das hier? Ah, das ist ein. Ja, das ist der Bahnhof. Oder eine Haltestelle zumindest. Bahnhof ist es keiner. Fünf nach sieben? Genauso ist die. Okay, die stehen geblieben an zwei verschiedenen Zeitpunkten. Komisch.
Schaut toll aus hier, oder? Erinnert mich irgendwie an Alan Wake bzw. Twin Peaks, die ja beide im Nordwesten der USA spielen, da in Oregon. Oregon, Washington dort. Sehr schöne Gegend übrigens. Muss ich unbedingt mal hin. Trains have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Okay. Wir sind jetzt an diesem Staudamm angekommen, wo wir vorher hinüber gesehen haben. Das ist die Frage, was ich genau machen soll. Oh, Moment, die Post ist da. Sorry für die kurze Unterbrechung. Was ich eigentlich sagen wollte vorher, ich weiß nicht ganz genau, wo ich hingehen soll jetzt, weil ich glaube, da geht der links der Weg weiter, oder? Achso, nein, er biegt sowieso auf den Staudamm ab. Ich folge einfach mal dem Weg, dem ich glaube, dass ich euch folgen sollte. Ich will ja irgendwann in die Stadt kommen. Oder dorthin, wo Ethan zu Hause ist. Ja, sieht sehr gut aus alles hier. Wow. Tolle Musik übrigens. Wenn ihr das Spiel vorbestellt habt, dann, was jetzt natürlich nicht mehr geht, weil es schon heraus ist, bekommt ihr auch den Soundtrack dazu. Oh wow. Die Texturqualität kann sich sehr sehen lassen. Gegeben an dem Umstand, dass das Ding, dass die Umgebung hier riesig ist. Die Berge da hinten. Cool. Oh, da haben wir zwei Gebäude zu erforschen. Sehr toll. Ich hoffe zumindest, dass wir in beide rein können. Ja,
ich gehe mal darauf zuerst. Schau mir an, was es in dem Gebäude zu finden gibt. Wahnsinnig, wie organisch die Umgebung wirkt. Also wie... Nicht handgefertigt, sagen wir mal so. Das Haus steht ja schief. Okay, gehen wir mal rein. Ich beschwöre den Knochenlosen, den einen der Leeren, den Zerstörer der Schiffe und den, den die Winde fürchten. Hört mich. Großer Gesandter Focalor. Ist das... Haben die geredet über den vorher? Ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren und meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aglon Tetragramm? Aglon Tetragramm? Oh. Was? Was? Okay, langsam. Okay, gibt es auf der Rückseite vielleicht auch etwas? Nein. Also den letzten Absatz. Okay. Ich kann leider kein... weder Latein noch Griechisch noch andere. Ich kann nur ein paar Silben davon. Na gut. Oh. Oh. Da gibt es eine... Ist das ein Portal? Ich gehe mal nicht rein. Vorerst nicht. Vielleicht finde ich noch irgendwas. Ich darauf? Ziemlich eng, diese Stiegen hier. Da ist auch ein Portal, okay. Wow. Ja, ganz schön guter Ausblick hier. Und nachdem die beiden Portale die gleiche Farbe haben, ist glaube ich egal, in welches ich hier reingehe. Oh. Bin ich... Aha. Ist das jetzt ein Labyrinth im Haus? Schauen wir mal, was oben ist. Ist auch ein Portal. Überall Portale. Was soll denn das? Wo bin ich jetzt? Ist das gleiche Haus oder ist das... Es schaut nicht aus wie das gleiche Haus, oder? Wow. Nein, ich bin jetzt im anderen Haus drüben. Weil... Das da drüben ist doch das Haus, wo ich gerade drinnen war. Okay, auf ins nächste Portal. Die unterscheiden sich alle irgendwie. Oh. Oh, ich kann da durchschauen. Oh, cool. Aber was bringt mir das? Okay, machen wir es mal so. Da ist nämlich ein Tisch mit Zeug drauf. Das könnte sich als interessant erweisen oder auch nicht. Silvern. Interessante Bücher hier. H.G. Wells.
Lovecraft. Das sind alles Science-Fiction-Autoren. Oder sowas ähnliches wie Science-Fiction-Autoren. Was ist das? Edgar Allan Poe. Okay, das ist alles amerikanisch bzw. britische Autoren. Wenn ich da jetzt durchgehe. Okay. Okay, das eine Portal habe ich irgendwie verbraucht jetzt. Keine Ahnung. Wir schauen uns das weiter an. Da war ich schon, da will ich nicht hin. Schauen wir mal hier rein. Ist hier irgendwas Interessantes? Also ich glaube, das scheint so zu funktionieren, dass die Portale nur einmal nur einmal durchtretbar sind. Aber dafür Zutritt auf mehrere Räume geben. Ich hoffe, es gibt genug Portale für alle Räume, die ich besuchen kann. Schon langsam. Die kenne ich alle noch nicht. Schauen wir mal, was hier ist. Die kenne ich auch alle nicht. Okay. Aber ich glaube, die. Das Stiegenhaus, da war ich schon. Die anderen beiden. Ich nehme das mal. Mit einem Reiter. Oh, da ist. Nein. Es ist direkt das Zimmer, das wirklich dahinter gelegen wäre. Okay, es gibt auch hier nichts. Da können wir hier nochmal tauschen. Zwischen drei verschiedene, verdammt. Ich glaube, da war ich schon, ne? Das ist doch dieses Stiegenhaus. Okay, was. Gehen wir mal hierher. Okay. Ah, da kommen wir wieder raus, glaube ich. Weil das ist doch dieses. Dieses andere Haus, wo wir reingegangen sind. Schauen wir mal, was hier ist. Oh, da gibt's. Oder kann ich auch nicht wechseln? Aha. Okay, es ist also egal. Ich kann nicht sowieso nicht wechseln. Aha. Das ist jetzt der gleiche. Das ist der gleiche Text. Was? Gehen wir mal hierher. Schauen wir mal, was da ist. Da waren wir schon. Da waren wir noch nicht. Das ist die Küche, oder? Was liegt da? Ist das eine Bibel? Das ist doch das gleiche Bild wie vorher. Waren wir auch noch nicht drinnen, glaube ich. Ah, oh ja, da waren wir schon. Verdammt. Da waren wir schon, da waren wir auch schon. So ganz dahinter gekommen bin ich noch nicht, wie das Rätsel funktioniert. Vor allem, wo ich hin soll. Da waren wir noch nicht. Was ist das überhaupt? Oh ja, da waren wir auch schon. Oh, was ist das? Das ist ein Pfeil? Komischer Pfeil. Ich glaube, jetzt muss ich rauf auch noch. Ne? Achso, da kann ich nicht mehr raus jetzt. Gehen wir mal hierher.
Da waren wir auch noch nicht drinnen, oder? Natürlich nicht. Das sind wieder Bücher, wieder dasselbe Bild wie vorher. Ganzen Haufen Bücher noch. Okay, ganz genau verstehe ich es nicht. Ich lese den Zettel jetzt nicht nochmal. Weil das versperrt mir quasi den Eintritt hierher. Nicht, dass es da offenbar zu viel zu sehen gibt. Ich kann auch am Dachboden schauen, also da oben, wo auch so ein Portal war. Ob es da noch etwas Interessantes gibt. Auch hier ist nichts Interessantes, glaube ich. Außer der komische Fetzen, der hier rumhängt. So, das ist eine Fledermaus. Okay. Ist schon das zweite Mal, dass wir von einem Fenster auf das Ding sehen. Na gut, gehen wir wieder raus. Dann schauen wir mal so zum anderen Haus, hätte ich gesagt. Bevor wir dann zu dieser Gerätschaft hier gehen. Da geht's rauf, aber ich will mir dieses. Was ist das eigentlich? Nichts Interessantes hier. Schauen wir uns lieber mal hier um. Ja, das haben wir alles schon. Oh oh. Okay, untersuchen wir das mal systematisch. Das sieht aber alles. Das sieht genauso aus, ja. You can feel it, right? Something. Something coming from the Vandegrift house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. Okay. What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room, I walked into it, that's it. Okay. You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandegrift house again. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Ich gehe mal davon aus, dass das Haus, in dem wir jetzt gerade sind, das Vandegrift Haus ist. Bleibt nur über, dass wir den Geheimraum finden. Die Sirenen hier. They're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Ist das nicht der Opa von Ethan gewesen, der gerade gesprochen hat? Travis, leave the boy alone.
I see how you've been looking at it. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Okay, also offenbar hat Ethan irgendeine dunkle Macht erweckt, indem er in ein Geheimzimmer hier in dem Haus gegangen ist. Und die dunkle Macht wollte ihn dann essen oder so. Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. Okay, also allzu viel haben wir da nicht herausgefunden. Die Frage ist nur, wo gehen wir weiterhin? Meine Idee wäre gewesen, hier rüber. Wo ist denn das Ding jetzt? Ah ja, genau. Also hinter dem ersten Haus gab es zwei Fenster, die auf diesen Aufzug, ist das ein Lastenaufzug oder was genau ist das? Quasi direkt gezeigt haben. Ja, schaut nach Lastenaufzug aus. Damit könnten wir da runter, aber die Frage, wie bedienen wir den? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Ich sehe nichts, oder? Ah! Das sieht nicht so aus, als würde er noch funktionieren. Na gut, dann nicht. War ja auch nur eine Idee. Dann folgen wir mal der Straße da runter. Schauen, wo uns das hinbringt, oder? Gehen wir mal in den Wald darauf. Cool. Whoa. People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. And I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Was? Aber... Aber ich... Ich krieg dauernd Gänsehaut bei dem Spiel. Okay. Do you take that, which you know you will not return? Normalerweise nicht, nein. Is betrayal caused by inequality or injustice? Do you admire thieves for their bravery or their greed? When you close your eyes, whose voice do you hear? Would you rather be a leaf? Or a root.
come from the heart or the mind? Was ist hier passiert? Das ist ausgekreuzt. Okay. Eine wunderschöne Frau saß am Fluss. Eine Hexe näherte sich und sagte der Frau, dass sie ein Kind bekommen würde. Die Frau begann vor Freude zu weinen, doch als die Freude in Angst umschwenkte, konnte sie nicht aufhören zu weinen. Die Angst wurde zur Traurigkeit und die Frau weinte weiter. Sie weinte monatelang und schlief kaum, bis ihr Kind geboren war. Doch das Weinen ließ die Frau altern und ihre Schönheit vergehen. Als ihr Sohn alt genug war, kletterte er auf den Berg, um das Haus der Hexe zu finden. Er fragte sie, ob sie seine Mutter wieder wunderschön machen könnte. Die Hexe stellte dem Jungen viele Fragen. Nachdem sie die Antwort gehört hatte, erzählte sie dem Jungen, dass sie seine Mutter bezüglich des Kindes angelogen hatte. Der Junge verschwand und die Mutter war wieder wunderschön. Oh, was? Und was ist da durchgestrichen? Okay, keine Ahnung, also akzeptieren wir mal. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Oh. Das ist das Hexenhaus. Hat das Ethan selbst gebaut, oder? Ups, ich wollte es noch lesen. Notiz von Ethans Mutter. Ethan, Liebling, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich möchte, dass du diese Notiz behältst und sie immer liest, wenn ich meine Beherrschung verliere. Ich meine es nicht so und ich weiß, dass ich eine gespaltene Zunge habe. Du bist mein kleiner Kumpel, mein kostbares Böhnchen. Du musst einfach deinen Kopf aus diesen Wolken ziehen, okay? Die Frage nur, wo gehen wir jetzt hin? Okay. Das war etwas verstörend. Aber hier sieht man auch schon diese wahnsinnig tolle Fotogrammetrie. Irre, wie gut das aussieht. Na gut. Ich würde nur sagen, wir gehen wieder runter. Ist das jetzt das gleiche Haus wie vorher? Ich glaube schon, oder? Ja, natürlich. Genau. Dann gehen wir nicht den Berg rauf, sondern gehen mal der Straße entlang. Ich immer mit meinen Abstechern. Ah, da vorne gibt es einen Tunnel. Wenn die Artefakte hier dieses Flicker nicht wäre, würde es ja wahnsinnig toll aussehen. Es sieht auch so wahnsinnig toll aus, also. So, wir haben wieder einiges erledigt und nachdem ich davon ausgeht, dass hinter diesem Tunnel sich wieder etwas Neues versteckt, machen wir hier wieder Pause und wir sehen uns das nächste Mal bei The Vanishing of Ethan Carter. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat oder das Spiel gefallen hat, Daumen rauf, wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch viel Spaß.